SFK. La 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 la. Guten Morgen, liebe Kinder, und guten Morgen, liebe Paula. Guten Morgen. Mensch, heute ist schon der zweite Tag, dass wir für die Schüler ein Lernvideo drehen. Hoi. Dann gucken wir einfach mal, was für ein Tag heute ist. Paula, magst du das denn mal vorstellen? Oh ja. Also heute ist Dienstag, der 28. April 2020. Zusammen? Heute ist Dienstag, der 28. April 2020. Genau, dann gucken wir mal unseren Tagesplan an. Mit was fangen wir denn heute an? Mit Englisch. Und dann? Und dann ist Kunst. Oh, Kunst! Da werden sich die Kinder aber freuen. Ja, und für Kunst, da gibt's einen Überraschungsgast. Oh, Überraschung! Okay, was du für heute bereitlegen musst, ist erstmal deinen Wochenplan. Paula, hast du deinen Wochenplan? Ja, natürlich. Super. Dann brauchst du einen Bleistift. Und dieser Bleistift muss natürlich gespitzt sein. Ja, natürlich. Bist du sicher? Da muss ich mal nachschauen. So, dann schauen wir jetzt mal, ob du auch alles bereitgelegt hast. Okay, ich sehe da deinen Wochenplan, deinen Bleistift. Oh, und da hast du noch was ganz wichtig ist, nämlich ein Radiergummi. Oh ja. Genau. Super, hast alles hergerichtet. Ja, genau. Ja, dann darfst du deinen Wochenplan erstmal auf die Seite schieben. Und jetzt? Und jetzt fangen wir mit Englisch an. Aber da muss ich jetzt aufpassen, denn ich habe im Unterricht ja eigentlich nur Jungs als Schüler. Und du bist ja gar kein Junge. Was bin ich denn? Aber du weißt doch, was du bist. A girl. Genau, a girl. Jetzt kommt Englisch. Genau. Jetzt muss ich mir was für die Begrüßung überlegen, weil du ja kein Junge bist. Also ich fange jetzt an. Hello, boys and girls. Hello, Mrs. Fuß. Yes. Now, today we are going to learn something new. Ah! Our new topic is my body. Hast du was verstanden? Nein. Gar nichts. Body? Ah, weißt du denn, was Body ist? Das ist mein Körper. Ja, genau. Wir lernen heute nämlich was Neues, und zwar mein Körper. Body Parts, Körperteile. Aha. Jetzt zeige ich dir schon mal das erste Bild. Look, this is a foot. A foot. All together. Foot. Hey, the next one. Oh, look, this is very easy. I think you know it. What is it in German? Arm. Yes, and in English, it's also an arm. Arm. Yes, all together. Arm. Jetzt schiebst du es erstmal ein bisschen auf die Seite. And the next one is a head. Yes, you're right. Very good. This is a head. All together. Head.
schieb's ein bisschen zur Seite. Yes, you're right. Oh, I think this is a little bit difficult. Do you know what it is in German? Weißt du, was es auf Deutsch heißt? Ist das der Rücken? Ja, ein Teil vom Rücken. Und zwar stehen da hinten am Rücken so spitze Knochen raus. Ja, das sind deine Schultern und die gehen bis da oben hin. Zeig mal, wo deine Schultern sind. Da und hier. Genau, zwei Stück haben wir davon. Aha, Schultern. Genau, Schultern. And in English, shoulders. Shoulders. Yes, all together, shoulders. Okay. The next one. Ein Knie. Ja, genau. Auf Deutsch ist es ein Knie. And in English, it is a... Hör genau hin. A knee. Knee. Mhm. All together. Knee. Okay. And the last one for today. Da ist ein Pfeil. Ha, das sind die Zehen gemeint. Yes, you're right. In German, Zehen. And in English, toes. Toes. Yes. All together, toes. Wow. Now you know 6 body parts. Okay. Can you repeat it? Okay. Okay. So... This is an arm. Mm-hmm, yes. And this is the head. Yes. And the foot. Mm-hmm. And the knee. Yes. And it's difficult. Yeah, the shoulders. Warum ist jetzt da ein S am Ende? Sind mehrere, sind zwei. Yes, we have 2 shoulders. Und da sind toes, auch mehrere. Genau, da ist auch ein S am Ende. Toes. Toes. Genau. Now your job is to lay the word cards to the right pictures. Give me. Yes. Where is the arm? Here. Okay, I give you the next word. Ich drehe mal die Bilder so um, dass es die Kinder lesen können. Oh, that's a good idea. Ja. Arm. So. Okay, the next one. Mm-hmm. Toes. Toes. Zehen. Mm-hmm. Auch ist das ein Gewurstel. Very good. So, the next one. Fuß. Foot. 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 Fuß. Frau Foot. Ja, genau, Mrs. Foot. Foot. Where is the foot? Umdrehen. Yes, okay. The next one? Head. And where is the head? Ah, here it is. Yes. And here is the... The knee.
Yes, and the shoulders. Shoulders, genau. Psst, mit S. Okay. Ach, seht ihr denn das alle auch? Very, very good. So, jetzt schauen wir uns mal die Wörter an. Einige Wörter sind leicht zu schreiben. Und manche Wörter sind ganz schön schwierig. Welches Wort ist denn leicht von den Wörtern hier? Was meinst du? Ja, arm vielleicht. Genau. Yeah, it's like in German. Arm. Im Deutschen ist es auch arm. Arm. Aufgepasst, im Englischen schreibst du die Wörter aber immer klein. Ja. Im Deutschen würdest du arm nämlich nicht klein schreiben. So, dann gehen wir jetzt weiter zu Toes. Was ist denn da schwierig? Toes. Das schreibt man doch ganz anders, als man es sagt. Toes, aber das spricht man anders aus. Genau. Man schreibt Toes und man spricht Toes. Toes. Genau. Und das nächste ist Foot. Oh, guck mal, wie schreibt man das? Mit zwei O. Foot. Genau. Mit zwei O schreibt man das. Ja, aber man spricht Foot aus. Genau. Im Englischen sind zwei O's ein U. Jetzt hast du hier den Head. E-A, also Head geschrieben. Und da am Ende, das hört man auch nicht so gut. Head. Ich glaube, das habt ihr alle gar nicht so richtig gesehen. Nie. Das ist auch ganz komisch. Komisch, ja. Ja, komisch, ja. Das K am Anfang hört man gar nicht. Es ist nie. Und die zwei E's, die werden zum I. Nie. Nie. Genau. Und das letzte. Und ich schieb das hier etwas ein bisschen vor. Oh, das ist extrem schwer. Das sieht extrem komisch aus. Das sieht komisch aus. S-H-O-U-L-D-E-R-S. Da muss man ganz genau aufpassen. So ein komisches Wort. Das ist unglaublich schwierig. Ja, da muss man wirklich sehr aufpassen. Ja. Und deine Aufgabe ist jetzt, dieses Blatt My Body aus dem Wochenplan zu machen. Und das siehst du als erstes auf dem Blatt. Ein Kopf. Genau. So, die Paula hat jetzt für euch die Bildkarten und die Wörter sortiert. Und du nimmst jetzt bitte dein Wochenplanblatt, My Body, aus dem Wochenplan und schreibst die Wörter ganz genauso ab, wie sie hier auf dem Tisch liegen. Du beginnst oben bei Head. Dann kommt, aufgepasst, das ganz schwierige Wort Shoulders, Knee, Foot, Toes and Arm. So, du darfst jetzt, solange während du schreibst, auf die Pause drücken, während du schreibst, denn der eine schreibt schneller und der andere langsamer. Das ist auch gar nicht schlimm, wie lange du brauchst, denn wenn du auf Pause drückst, dann kannst du so lange schreiben, wie du Zeit brauchst. Danach, wenn du fertig bist, schaust du dir das nochmal an, kontrollierst die Wörter, ob alles richtig ist, und dann bist du fertig. Und wir sehen uns dann. Bis gleich. Tschüss. Paula, was haben wir denn jetzt? Du musst auf den Tagesplan schauen. Kunst. Genau. Für Kunst richtest du bitte die Vorlage vom Claudius her. Die hat nämlich der Krattiger gemalt. Aha. Dann habt ihr nämlich auch zu Hause einen eigenen Claudius. Oh.
Das ist doch super. Ach ja, das ist immer toll. Und damit du weißt, wie der Claudius aussieht, habe ich ihn dir nochmal mitgebracht. Siehst du den? Ja. Irgendwo in deinem Filmausschnitt musst du jetzt den Claudius sehen. Was hat denn der Claudius hier nochmal an? Was sollst du denn da anmalen? Weißt du denn noch, wie das alles heißt? Ja, Tomate. Toga. Was ist denn die Toga? Die Toga, das ist das Weiße. Nein, ich hab's verwechselt, das ist das Blaue. Genau. Und drunter ist die Tunika. Mhm. Jetzt weiß ich's. Stimmt. Das merkst du dir jetzt für immer. Okay. Und was ist noch zum Anmalen? Der hat doch Sandalen an. Genau. Welche Farben hast du dir denn hergerichtet? Ich habe ein Blau und ein Hellblau. Mhm. Und für die Haut habe ich ein Rosa. Mhm. Das ist toll. Und ich sehe auch eine Schwarz bei dir. Ja, das ist für die Sandalen und auch für die Haare. Ah ja. Also es ist so, dass ihr jetzt zu Hause nicht die gleichen Farben nehmen müsst wie Paula. Du kannst selber entscheiden, welche Farbe die Toga oder die Tunika hat. Ja, du kannst Rot nehmen, Grün, Gelb. Ja. Das ist völlig egal. Mal dir den Claudius so, wie er dir gefällt. Ja, ja. Ja, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Malen und tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.